Und damit willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play The Witcher. Heute wieder mal 4 Folgen, weil ich es gestern leider zeitlich nicht geschafft habe, 2 Folgen zu machen. Ich habe mir jetzt gedacht, dass ich erstmal die beiden Witcher-Folgen mache und hochlade und dann die beiden Alan Wake-Folgen. Ja, beim letzten Mal haben wir endgültig im Sumpf angefangen. Warum endgültig? Weil wir ja vorher schon mal da waren, aber damals nur kurz. Wir haben einem Mann namens Großväterchen geholfen, erstmal zum Medithele-Schrein, haben zwischendrin das Trophäenmonster im Sumpf erledigt, eine Pflanze, eine Arachospor, Kokardium oder so hieß die. Und ja, haben ihn erfolgreich hingebracht, er hat uns zu Hause eingeladen und bei ihm zu Hause haben wir festgestellt, dass er ein Kannibale ist, also ein Menschenfresser. Wir haben ihn aber am Leben gelassen, weil er Ortskenntnis hat. Und ja, ich dachte mir, dass es vielleicht Sinn machen könnte. Ja, und jetzt sind wir bei Vaska, bei der Anführerin der Ziegelbrenner. Bei der haben wir beim letzten Mal noch einen Würfelpoker gewonnen. Und jetzt werden wir sie mal auf ein paar Sachen ansprechen. Wer gesehen hat, ziemlich viel zum Reden. Zum Beispiel, was wir hier tun können und ob es was über Rengar weiß und so weiter. Das werden wir jetzt als nächstes tun. Nach dem Ladebildschirm, selbstverständlich. So, hier ist Vaska, hier ist es auf den Ziegelbrenner. Ja, wir wollen etwas fragen. Gegner hat nicht genug Geld für Würfelpoker. Ja, ja, klar, sie ist ja eine Bewohnerin des Sumpfes. Sie ist ja jetzt nicht gerade reich. Was macht ihr hier? Was macht ihr hier? Wir fertigen aus Ton Lehmziegel, die wir in Öfen brennen. Ist das profitabel? Nein. Obwohl der Bedarf an Ziegelsteinen in der Stadt wächst, nehmen uns die Träger und Kaufleute einen Großteil unseres Profits. Vielleicht solltet ihr umziehen. Niemals. Wir kennen doch nur das Zieglerhandwerk. Macht, was ihr wollt. Wollt ihr etwas fragen? Ja, sie ist halt eine sehr alte Dame. Man merkt schon, sie ist da sehr bestimmend, möchte man sagen. Ist ein anderer Hexer namens Berengar hier gewesen? Ist ein anderer Hexer namens Berengar hier gewesen? Er hat andere Fragen gestellt. Nach dieser Alchemie. Der Alchemist Kalkstein muss ihn geschickt haben. Dann fanden wir in einer Tongrube seine blutbefleckte Ausrüstung. Danke, Vaska. Weißhaariger. Dort waren Kampfespuren und sie stammten nicht von Ungeheuern. Er wurde von Menschen angegriffen. Hütet euch vor den Feuersalamandern. Und trockenen. Ich brauche euch lebendig. Sieh mal an, hütet euch vor den Feuersalamander, also von der Salamandra. Berengar wurde hier angegriffen. Ich will mir mal den Tatort anschauen. Den haben wir ja schon mal gesehen, das Ziegelbrennerdorf. Lebt wohl. Lebt wohl. Es könnte sein, dass Berengar tot ist. Das hoffe ich jetzt mal nicht, aber es wäre möglich. Sollte in der Nähe der Tongruben nach Berengar suchen. Machen wir sofort. Der ist ja Geralt sehr wichtig, das merkt man ja, sonst wäre es ihm völlig egal. Ja, ja, es ist niedergebrannt worden hier. Das haben wir beim letzten Part schon mal kurz gesehen, wo wir hier vorbeigegangen sind. Da hat uns auch Großväterchen kurz vom Hexer, dem anderen Hexer erzählt. Irgendwo hier muss seine Habe sein. Verstümmelte Leichname. Oh, kein gutes Zeichen. Und Ertrunkene. Die hier aber Standard sind. Haben wir ja beim letzten Part schon bemerkt. Uns wird hier nicht langweilig werden. Was die Gegner angeht. Aber diese verstümmelten Leichname sind natürlich nicht gerade das beste Zeichen. Muss ich mir jetzt mal anschauen erstmal.
Ja, die sehen verstümmelt aus, durchaus. Was haben wir denn hier? Orens unbekannter Trank und gespaltene Salamandra-Brosche. Der Schlag, der den Banditen tötete, spaltete die Brosche. Das kann nur ein Hexerschwert getan haben. Berengars Geheimnis-Quest aktualisiert. Berengar ist was? Fand den Ort, an dem Berengar sein letztes Gefecht hatte. Wie es scheint, hat er sein Leben teuer verkauft. Berengar ist tot. Ich werde Vesemir bei unserem nächsten Treffen eine traurige Nachricht verkünden müssen. Wieso? Nur weil hier ein paar tote Leichen liegen, heißt das nicht zwangsläufig, dass er tot ist. Was steht hier? Erstmal den töten. Und dann schauen, was da steht. Na, da kommt die restliche Partygesellschaft. Ich weiß, das Art wäre jetzt nicht nötig gewesen, zweimal zu benutzen. Aber so geht es einfach schneller und die Kraft fürs Art, also das Mana, erneuert sich ja. So, was steht da? Obwohl ungeheuer das Fleisch dieses Leichnams zerfetzt haben, ist klar, dass die tödlichen Wunden durch ein Schwert verursacht wurden. Und ein Schaf ist noch dazu. Aber wieso ist dann hier alles niedergebrannt? Ja, das raucht ja noch. Oder nicht niedergebrannt, aber mit hier den Rauch. Das ist seltsam. Also er glaubt, geht jetzt davon aus, dass Berengar tot ist. Das ist Gas Hütte, wir gehen zurück. Aber wenn Berengar wirklich tot ist, wieso haben wir die Questanderung Questbuch? Klar, wir müssen Vesemir Bescheid sagen, wenn er wirklich tot ist. Aber trotzdem ist es doch irgendwie komisch, oder nicht? Also ich finde es zumindest komisch. Vielleicht irre ich mich ja und Berengar ist tot. Wir können es auch im Moment nicht weiterverfolgen. Was haben wir denn noch hier? Unsere Pflanze, genau, das war eben das, was wir gestern gekillt haben. Und jetzt geht es um den Turm natürlich noch hier. Wir sind aus einem Grund hier. Sie hat ja einen, der Sephiroth. Wollt ihr etwas fragen? So, aber wir fangen erstmal an, ihr zu helfen. Deswegen frage ich erstmal, habt ihr hier ein Ungeheuerproblem? Habt ihr hier ein Ungeheuerproblem? Oh ja. Kreaturen haben sich in den Tongruben eingenistet. Wie sehen sie aus? Als wären sie ertrunken und auferstanden. Ertrunkene. Ich kann sie beseitigen. Wir sind arme Leute. Ich kann nicht mehr als 50 Orens zahlen. Das ist kein Problem. Das genügt. Wo sind sie? Ich werde keine alten Sumpfbewohner ausbeuten. Geralt mag zwar kein Mensch sein, zumindest kein ganzer. Er mag auch manchmal ein Arschloch sein, aber alte Leute beute ich nicht aus. Das genügt. Wo sind sie? Das genügt. Wo sind sie? Geht zum Landungssteg, aber nehmt an der Gabelung die andere Straße. An deren Ende findet ihr unsere Peiniger. Okay. Neue Quest Tongruben. Eventuell war das die, wo wir gerade schon waren. Ja, Quest aktualisiert. Das ging jetzt natürlich sehr schnell. Also das war die Ertrunkenen, die wir gerade eben getötet haben. Umso besser. Wollt ihr etwas fragen? Ja, so schnell kann eine Quest gehen, ne? Ich habe die Ertrunkenen getötet. Ich habe die Ertrunkenen getötet. Ihr seid uns gnädig gewesen. Doch ich täuschte euch. Ich kann euch kein Geld bieten. Doch ihr könnt nicht ohne Belohnung gehen. Nehmt dieses Amulett. Das ist Kesat. Das Symbol der Gnade. In Ordnung. Seid gesegnet. Jetzt können wir die Ankunft der Götter vorbereiten. Wer sind diese Götter? Wir beten sie an und empfangen die Gnade derer, die aus den ewigen Tiefen kommen. Mir fällt dabei nur das Fischvolk ein.
Die wird ja neu. Wie könnt ihr es wagen? Die Götter nehmen Anstoß an diesen Namen. Das hat ihr jetzt nicht gefallen. Wir könnten mehr Reden vertragen. Wir haben den Ketzer Sephiroth bekommen. Und wir haben ein Level-Up bekommen. Das ist schon mal sehr schön. Das fand jetzt Vaskar nicht gut. Dass Geralt die Votjanoi, das Fischvolk, beleidigt hat. Ja, man merkt schon, sie hat hält sehr viel von ihrem Glauben. Wir haben hier auch hier noch... Wir haben hier noch einiges. Uns hat zum Beispiel der Fährmann gesagt, dass hier noch jemand... dass hier noch jemand was hatte. Ein Zwerg, wenn ich mich richtig erinnere. Also wir sind hier noch nicht durch. So ist es nicht. Jetzt haben wir erstmal hier was Neues an der Charaktere, nämlich Vaskar. Sie scheint die Wassergötter anzubeten, die wahrscheinlich bei ihr neu sind, und ist äußerst empfindlich, was diese anbelangt. Ja, das fand sie nicht gut, dass wir da, sagen wir mal, abfällig geredet haben. Obwohl es eigentlich nicht wirklich unhöflich war, aber offenbar war es nicht höflich genug. Ich glaube, ich gehe gleich nochmal zu Vaskar rein und gehe jetzt in der Hütte und schaue, ob sie... Zumindest haben wir ihren Sephiroth jetzt schon mal. Ob sie vielleicht noch eine Aufgabe hat. Und ansonsten gucken wir, habe ich mir gedacht, gucken wir uns noch weiter im Sumpf um. Weil ich hätte halt gern die ganze Karte, weil ich weiß, dass es hier noch andere Quests gibt. Freunde, ihr geht... Ihr lauft gegeneinander, das wisst ihr. So, Vaskars Hütte. Ja, hier ist auch ein Schrein. Fast so wie eine Hohepriesterin, ne? Die Wassergötter sind nahe. Unterhalten wir uns über einen Auftrag. Jetzt können wir wieder Würfelpoker spielen. Interessant. Unterhalten wir uns über einen Auftrag. Bitte helft uns. Eines unserer Kinder wird vermisst. Der Junge ist sonst stets schnell zurückgekehrt. Nur diesmal nicht. Vielleicht haben Wasserbestien ihn gefressen. Blasphemie. Die Druiden müssen ihn haben. Sie verwandeln Kinder in Dryaden. Warum sollten die Druiden ein Kind entführen? Das macht keinen Sinn. Naja, egal. Also gut, ich suche nach dem Jungen. Also gut, ich suche nach dem Jungen. Damit haben wir einen neuen Auftrag, das verlorene Lamm. Und sie hatten ja noch was anderes. Kalkstein, ein Alchemist, behauptet, ihr wisst etwas über den Magier aus dem Turm und den Wächter. Kalkstein, ein Alchemist, behauptet, ihr wisst etwas über den Magier aus dem Turm und den Wächter. Einst lebte ein mächtiger Zauberer im Sumpf. Ein Lehrling war sein einziger Gefährte. Alles wurde schlagartig anders, als eine Frau in sein Leben trat. Der Anfang eines Märchens. Aber ein anderes Ende. Denn sie war eine böse Frau. Er erfüllte ihr alle Wünsche, aber sie machte sich seine Macht zunutze. Wer war sie? Unwichtig. Ich höre zu. Blinde Liebe führte zum Untergang des Magiers. Er rief Kräfte herbei, die er nicht kontrollieren konnte, und starb. Was ist mit dem Wächter? Die Liebste des Magiers konnte wahrsagen. Und der Magier schuf ein Set außergewöhnlicher Tarotkarten. Er illustrierte jede Karte mit einem zukünftigen Ereignis. Und? Golems bewachten die Behausung des Magiers. Alle, die nicht dem Zahn der Zeit zum Opfer fielen, befinden sich auf dem Friedhof, wo sie reglos verharren. Einer davon ist der Wächter? Ja, der mächtigste Golem fungierte als Bewahrer. Die Turmkarte zeigt, wie der Golem wiederbelebt werden kann. Dadurch wiederum würde der Turm sich erneut auftun. Nehmt diese Karte. Ich brauche sie nicht mehr. Na toll. Turm-Tarot-Karte, neue Quest der Bewahrer. Ach, ein Golem. Deswegen natürlich der Golem tot im Acker und deswegen auch die Markierung Boss beim Golem. Ach du Scheiße. Das wird ja richtig funny noch. Hier,
Turm Tarotkarte. Darauf ist ein brennender Turm abgebildet, der vom Blitz getroffen wurde. Zwei Gestalten stürzen sich von der Spitze. Könnte bedeuten, dass man den Golem durch den Blitz zum Leben erweckt. Bin mit ein bisschen Frankenstein, finde ich jetzt. Ich muss das mit Kalkstein besprechen. Ja gut, pass auf, dann gehen wir jetzt erstmal zurück in die Stadt nach Vizima, weil zum einen müssen wir die Trophäe abgeben, die ist hier an der Seite, den Pflanzenkopf, und zum anderen müssen wir das eh mit Kalkstein klären. Dann ändere ich jetzt spontan meine Pläne und dann gehen wir danach den Sumpf erkunden, weil hier gibt es wie gesagt noch ein paar Aufträge, die würde ich gerne alle machen, einfach wegen der Erfahrung vor allem. Und der läuft gerade voll falsch. Ich würde gerne zum Landungssteg. Wir sind gerade voll falsch gelaufen. Ne, egal. Ja, scheiße, ein Golem. Also eine wiederbelebte Kreatur aus einem bestimmten Material, Stein oder was ähnliches. Sprich, ein Viech, was man quasi nicht töten kann. Das wird richtig witzig. Hier ist der Fährmann. Jemand auf die Fähre? Ja, ich warte auf die Fähre. Braucht ihr ein Boot? Ja, ich brauche ein Boot. Was war? Dann hier auf die andere Seite. Ich auf die Seite. Die 5 Orans. Kann's los? Ja. Sonst hätte ich euch wohl. Es kann losgehen. Auf geht's. Wir haben keine Zeit zu verlieren. Wir haben nur begrenzt Zeit. Weil da kann ich die Trophäe abgeben, krieg dafür mein Geld und ich kann mit Kalkstein reden. Und das ist ja immerhin etwas. Und danach wieder zurück in den Sumpf. Aber trotzdem macht es keinen Sinn, dass Druiden Kinder entführen. Weil Druiden können Kinder nicht gebrauchen. Das sind ja alles große Leute, ne? Ich werde mir sparen. Und mit große Leute meine ich erwachsene Männer. Die können Kinder nicht gebrauchen. Weil sich die haben viel zu viel mit ihren Studien und ihrer Naturpflege zu tun. Wenn man jetzt böse reden möchte. Nehme ich mal an. Vielleicht haben sie das Kind ja doch, aber für meine Ohren macht das keinen Sinn. So, auf in die Stadt. Wir haben ja heute eh zwei Parts, das heißt, die Sümpfe näher betrachten werden wir heute auf alle Fälle noch. Aber ich dachte mir jetzt, wenn wir schon mal hier sind, erstmal gehe ich zu uns ins Posten. Weil ich erstmal dieses hässliche Ding vom Gürtel haben möchte. Ja, man merkt schon, die Sumpfbewohner sind ein bisschen merkwürdig. Nett ausgedrückt. Sie sind nicht dumm. Sie sind auch nicht irgendwie egoistisch oder Arschlöcher, aber sie sind irgendwie merkwürdig. Das merkt man schon. Jetzt keine Ahnung. Ich glaube, hier muss ich lang. Ich verlaufe mich hier ziemlich oft. Und wer ja meine Let's Plays schon länger kennt, der weiß ja, dass ich es echt drauf habe im Verlaufen. Oh, Taler. Ungewöhnlich, dass Taler mal außerhalb eines Ladens ist. Naja, kann mir egal sein. Prinzip Mais ist hier der wichtige für mich gerade. Danach kann ich ja gleich schon mal ins verlorene Land nicht. Ist der Reserturm, ne? Nee. Ach, der Bewahrer. Müssen wir Kalkstein besprechen. Ja, super, ein Golem. Das kratzt mich schon so ein bisschen an. Was gibt's, Hexer? Ich habe die Arche Spor im Sumpf getötet. Ich habe die Arche Spor im Sumpf getötet. Was zum Teufel ist das? Was es auf Erden nicht alles Abscheuliches gibt. Das macht 400 Orans Belohnung. Gut. Das ist jetzt übrigens unsere vierte Trophäe, ne? Zwei im ersten und zwei im zweiten Kapitel. Wir haben ja bei 3 eine Belohnung gekriegt, die nächste kriegen wir bei 5 und die letzte Belohnung, extra Belohnung, kriegen wir bei 10, also bei allen. Gibt es viele Probleme in der Stadt? Gibt es viele Probleme in der Stadt?
Banditen, Ungeheuer, die Pest und euch. Richtig. Was gibt's, Hexer? Ich bin kein Problem. Wenn du nochmal sowas sagst, lernst du mein Schwert kennen. Bis dann. Bis dann. Das Sporkopf übergeben, 400 Ohren erhalten. Los. Auf zu Kalkstein. Obwohl wir uns ihm auch hätten teleportieren können im Sumpf. Über diese Orte der Magie kann man sich auch jetzt teleporten. Aber ich habe keine Ahnung, wo da der nächste gewesen wäre. Deswegen. Habe ich es jetzt so gemacht. Aha, eine Hure vor Kalksteins Haus. So, so. Netter Alchemist. Danach mache ich dann gleich wieder mit das verlorene Lamm. Hoffentlich ist Kalkstein noch in seinem Haus, nicht, dass der so aufgeregt war, weil der Turm bald geöffnet ist und dann abgehauen ist. Okay, wenn, dann ist er unten. Na? Ja, da ist der gute Kalkstein. Hey, Alchemist, da mit dir zu reden. Oh, tut mir leid, ich war ganz in Gedanken. Was den Turm anbetrifft. Was den Turm anbetrifft? Ja. Vaska hat mir geholfen, die Turm-Tarot-Karte zu finden. Sie beschreibt, wie man den Bewahrer aufweckt. Lass die Karte mal sehen. Interessant. Es kommt viel auf die Interpretation an, aber ich glaube, ich verstehe sie. Alchemisten verstehen andere Alchemisten eben leichter. Erleuchtet mich. Der Bewahrer kann nur geweckt werden, wenn er in der Nähe des Turms ist. Das ist der Fall. Und man braucht einen Blitzableiter. Einen Blitzableiter? Die Zeichnung zeigt einen Mann mit Krone. Eine Anspielung auf König Hermann den Verwirrten? Wer ist Hermann der Verwirrte? Wer ist Hermann der Verwirrte? Hermann erklomm einen Turm, wann immer es stürmte, und beleidigte die Götter. Eine feindlich gesonnene Fraktion schlug zu, indem sie den Blitzableiter vom Turm entfernte. Oh. Eine interessante Geschichte. Ihr werdet etwas brauchen, das den Blitz ableitet. In einfachen Worten, einen Stab aus Metall. Ein Schmied kann euch einen solchen anfertigen. Was dann? Wir brauchen ein Gewitter. Ich habe aber keine Ahnung, wie man Mutter Natur zur Zusammenarbeit bewegt. Ich lasse mir was einfallen. Wenn ihr alles habt, dann bringt den Blitzableiter am Bewahrer an. Die Energie des Blitzes wird den Golem wiederbeleben. Was dann? Keine Ahnung, aber ihr schafft das bestimmt. Wenn ihr den Golem tötet, könnt ihr einen seltenen Trank brauen, für den sein Herz benötigt wird. Hier ist das Rezept. Wir werden sehen. Oh, tut mir leid, ich war ganz in Gedanken. Ja, dann müssen wir den Golem töten, weil er ist ja ein Wächter. Ah, ja, ist wirklich wie bei Frankenstein. Bis dann. Bis dann. Wir haben ein Rezept bekommen für und erhalten Golemmark. Diese Formel muss neu überdacht werden. Ein Handwerker finden, der einen Blitzableiter herstellt. Ja, der Zwergenschmied, denke ich mir. Der hat ja mit uns schon mal gehandelt, der mag uns ja. Und ich wüsste auch, wie man Mutter Natur Zusammenarbeit bewegt, und zwar durch die Droiden. Droiden gebieten ja über die Natur, und wenn wir uns mit denen gut stellen, dann denke ich mal, wären die auch so freundlich, ein Gewitter zu herbeizurufen. Das sind jetzt nur Spekulationen, aber wer sagt, dass es nicht hinhaut? Scheiß auf friedliche Koexistenz. Also auf nächstes zum Schmied. Hey, Herr Schmied. Sonderbestellung. Braucht ihr was? Verkauft ihr mir eure Waren? Verkauft ihr mir eure Waren? Soltan sprach nur Gutes über euch, also... Das hatten wir ja schon. Würdet ihr einen Blitzableiter für mich machen? Das ist ein langer Stab aus dem... Wahrscheinlich wollte er Metall sagen, aber ich denke mal, dass sowas den Zwerg beleidigt, weil Zwerg sollte ja wissen, aus was ein Blitzableiter ist. Würdet ihr einen Blitzableiter für mich machen? Das ist ein langer Stab aus dem... Ich weiß, was das ist. Sag ich doch. Wir haben sie in Mahakam benutzt, als die Menschen noch zu den Stürmen gebetet haben,
Und seither habt ihr nicht viel dazugelernt. Könnt ihr einen anfertigen? Wollt ihr mich beleidigen? Oder wisst ihr nicht, was ihr da sagt? Natürlich kann ich das. Für 50 Orens. Abgemacht. Kommt später wieder. Er ist ein Zwerg. Natürlich kann er das. So, Braucht ihr was? Ich bringe ihm gleich mal die 50 Orens. Ist der Blitzableiter. Ist fertig. 50 Orens. Der braucht dafür natürlich nicht lang. 50 Orens, wie abgemacht. 50 Orens, wie abgemacht. So, da war ein Blitzableiter erhalten. Sehr schön. Ja, aber da hat Geralt wirklich ein bisschen dämlich gesagt. Von wegen, ja, könnt ihr das machen? Ich meine, das ist ein langer Stab aus Metall, da muss man nicht sonderlich was machen. So, der Bewahrer. Ich habe dem Schmied den Blitzableiter abgekauft. Man muss zu den Druiden, um herauszufinden, wie ich einen Sturm erschaffen kann. Sage ich doch. Die Druiden werden wird zu den gut stellen. Das wäre doch hier das Golem-Mark, oder? Als neue Formel. Als neues Rezept. Ach, wir müssen es erst lesen, ne? Da ist jetzt der Blitzableiter. Den Gegenstand der elektrischen Ladung absorbiert. Hier, Golem-Mark. Diese Notizen erhalten die Formel eines Trankes, der mit einem Golem auf Sternherz zubereitet wird. Nach Genuss gibt der Trank die Fähigkeit frei, eine Intelligenz-Ausbaustufe zu kaufen. Golem Herzmark von der Formel. Gut. Da ist es, Golem Herzmark. So. Was machen wir denn jetzt als nächstes? Ich glaube, als nächstes gehen wir wieder zum Deich, ne? Weil jetzt brauchen wir für beides die Druiden. Und die sind da. Nur in den Sümpfen zu finden. Das heißt, als nächstes geht es zum Deich und dann erkunden wir den erstmal, weil es da, wie gesagt, noch mehr zu tun gibt. Soweit ich weiß. Also wie gesagt, der Fährmann hat ja von einem Jarum Bolt gesprochen, von einem Zwerg, der uns zur Hilfe braucht. Den müssten wir zum Beispiel finden. Der ist irgendwo im Sumpf. Ja, die Druiden selber werden wahrscheinlich nicht einfach so aus Spaß einen Sturm machen, könnte ich mir denken. Aber werden wahrscheinlich auch was wollen. Und ansonsten mal sehen. Den Golem selber natürlich, beziehungsweise die restlichen Sephiroth sammeln. Ich meine, da ist jetzt einer in der Höhle drin, wissen wir. Einen hat der Bewahrer selber. Und der letzte war ja Zufall, war ja Schicksal. Und Hund, es wäre schön, wenn du aus dem Weg gehen würdest. Danke. So, Fährmann. Bringt mich auf Seite. Die Zeit steht. Geld. Wie oft wollt ihr? Das sage ich nicht jedes Mal, weil es jedes Mal dasselbe ist. So, auf wieder in den Sumpf. Ein bisschen Zeit haben wir noch. Vielleicht können wir schon mal anfangen, den Sumpf zu erkunden. Naja, zumindest haben wir ein bisschen Geld mehr bekommen durch den Kopf. So. Wer möchte übersetzen? Da ist der Druidenhain. Ja, hier ist der Golem auf dem Golem-Totenacker, genau. Was haben wir denn noch hier? Großfertig ins Haus haben wir hier noch. Ein paar Obelisken haben wir hier noch. Um die Teleschreien. Herr, braucht ihr ein Boot? Also ich weiß, wie gesagt, dass hier zumindest noch der Jaron Bolt ist. Das wurde uns ja gesagt. Ich habe mich gerade wiederholt, ich weiß. Es würde mich nicht wundern, wenn es hier noch mehr gibt. Ich glaube, ich gehe jetzt als erstes mal. Ich glaube, ich gehe jetzt erstmal hier hoch. Der Sumpf ist relativ groß, man sieht es an der Map. Und wir werden wahrscheinlich heute nichts mehr. Also heute schon, aber in diesem Part nicht mehr viel finden. Und jetzt können wir auch bald die ertrunkenen Toten jagen, ne? Und der machen. Da, der wird hier neuer Tal. Nichts zu tun. Werden wir wahrscheinlich später auch noch brauchen, nehme ich mal an. Ja, vielleicht täuschen wir uns ja auch. Straße durch den Wald, neue Region.
Hier ist zum Beispiel die, ich nehme an, dass das die Höhle ist, wo eine der Sephiroth drin ist. Nehme ich mal an. Ertrunkener Toter. Ich glaube, den jage ich mal. Ein Höhleneingang. Jo. Oh, eine. Oh, oh. Keine Arche Spor, aber eine. Wir kennen ja dieses Gewächs hier. Wir kennen ja dieses Gewächs. Wir wissen ja, dass das nicht gerade schwach ist. Jetzt haben wir hier Echinops-Wurzelstock und Spor. In Echinops müssen wir ja auch jagen. Das ist, trifft sich ganz gut. Und hier sind ganz viele ertrunkene Tote. Trifft sich auch gut, weil die brauchen wir ja. Also dann, Ladies and Gentlemen, ertrunkene Tote killen. Sehr getötete Tote, einer. Und wir haben das Marschland betreten. Ich habe keine Ahnung, wie viel. Ah, der ertrunkene Tote-Vertrag. Sieh mal an. Einer getot und wir haben es. Das ist natürlich schön. Gut. Unser einen weiteren Vertrag erfüllt. Wo müssen wir denn hin? Zu Siegfried. Ja, da müssen wir wieder in die Stadt. Ja, okay, dann gehen wir in die Stadt zurück. Landungssteg. Mit Echinops haben wir auch eine. Da brauchen wir ja drei und dann brauchen wir noch Wölfe. Ja, aber das ging natürlich jetzt schnell mit den ertrunkenen Toten. Wenn wir bei Großväterchen auf einigen getötet, das waren wahrscheinlich die restlichen neun. Man hat ja gerade gesehen, es sind trotzdem noch eine ganze Menge Viecher hier. Also, wie gesagt, der Sumpf, der ist nicht für Langweiler. Da hat man immer wieder Spaß und Freude. Ja, ich glaube, das mache ich dann, dass wir dann erstmal die ganzen Auftritte, die ganzen Verträge machen. Jetzt haben wir immerhin zwei Verträge. Wir haben den Hundevertrag und jetzt haben wir den ertrunkene Tote-Vertrag. Dann fehlt eben noch der Wolf-Vertrag und der Al-Ghul-Vertrag für Kalkstein, an den erinnere ich mich noch. Und natürlich nicht zu vergessen, was soll ich jetzt sagen? Der Echinops-Vertrag. Das war's ja, ne? Genau. Ich gehe noch schnell in die Stadt und dann werde ich speichern. Ja. Was wollt? Bringt mich auf die andere Seite. Sonst hätte ich euch... So, zurück zur Stadt. Zu Siegfried. Wir haben ja schon gesehen, dass Siegfried nicht mehr beim Krankenhauswache steht, sondern wieder beim Orden selber ist. Ich hoffe, der ist jetzt noch da. Beziehungsweise wieder da. Dann können wir dem noch schnell da den Vertrag geben und die Zungen. Ja, da geht es ja um die Zunge der Ertrunkenen. Da gibt es gar keine Wegbeschreibung. Ja gut, wir wissen ja, wohin es geht. Ich muss aus. Hafenhure, yay. Ach ja. Gefalle ich euch? Ich hatte schon eine wie dich. War nicht so der Brüller. So, auf in die Stadt. Und soweit ich weiß, war Siegfried das letzte Mal beim Orden der Flammenrose. Wo war die denn? Kloster des Ordens der Flammenrose, da haben wir's. Aber das machen wir dann beim nächsten Mal. Das nächste Mal ist ja noch heute. Schwierig, da braucht ihr nicht lange zu warten. Ich ja nochmal. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ist jetzt wieder nicht sonderlich viel passiert, aber das, was passiert ist, ist natürlich wichtig gewesen. Gerade das mit dem Bewahrer, wo wir es jetzt wissen, der neue Sephiroth und so weiter. Und ja, beim nächsten Mal werden wir dann schauen, dass wir erstmal Siegfried die Zungen geben und dann den Sumpf erkunden, inklusive die Jagd auf die restlichen Viecher, wenn wir sie finden.
Wir brauchen jetzt, wie gesagt, noch Al'Ghule, wir brauchen Echinopsen und wir brauchen Wölfe. Und vielleicht schauen wir bei den Droiden vorbei, mal gucken. Ja, bis dahin. Macht's gut, Freunde. Wir sehen uns.